Guten Morgen. 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 Na, geht's schon los, hä? Um 8.30 Uhr geht unser Flieger. Ja, ja, die besseren Leute, die fahren auf Gran Canaria, nicht? Und die anderen, die kommen vor lauter Dreck putzen für fremde Leute nicht aus ihrem Hof aus. Na, mach halt auch Urlaub, nimm da Aushilfe. Wenn du gestorben bist, muss auch wer andere den Hof kehren. Also, da bin ich mir nicht so sicher, als wär du, dass ich nach mir noch so ein Trottel find wie ich. Du, der Trautmann und ich wollen über Weihnachten auf Mallorca fahren. Fahr mit den Reine, hä? Das macht der Reine nie. Den interessiert doch nichts anderes als die Leute, die er beschattet, wenn sie ihm ab und zu einen Platz anhauen. Also ich würde das an ihrer Stelle unbedingt machen. Also Mallorca ist ja wirklich fast so schön wie Gran Canaria. Geben Sie sich einen Ruck und machen Sie mit dem Mann eine verspätete Hochzeitsreise. Hm? Lieber nicht, weil da kommen dann die kleinen Kinder raus und von denen gibt's schon genug. Ich hätte schon gern so ein Putzerl. Du doch auch, gell? Ja, ja. Freilich. Also bitte, das ist Gustos Sache, nicht? Jeder wie er kann. Wir müssen, komm. Servus. Du, übrigens, kannst du mir stundenweise aushelfen in der Trafik? Ich denke krampfhaft darüber nach. Bis zum Mittag sage ich das. Danke. Gran Canaria und Meer. Bitte schwanger werden können die Frauen auch, wenn sie in der alten Donau baden. Ja, so eine Freude. Ja, wen treffe ich denn da? Den Franzilein. Und, ich bin die Sandra. Ah. Na, ist doch nicht schön hier. Ach, eine richtige grüne Lunge. Kommen Sie oft mit dem Franzi hierher, so ein lieber, netter junger Mann. Ja, und immer so allein. Jetzt hat er ja jemanden gefunden, wie er so schön heißt, wenn sich Herz zu Herzen findet. Ja, wir sind sehr gute Freunde, aber nicht mehr und nicht weniger. Aber aus Freundschaft kann ja mehr werden. Der Mensch ist nicht zum Alleinsein auf die Welt gekommen. Das können Sie sehen, wie Sie wollen, aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht wie mit einem Kind mit mir sprechen würden. Und machen Sie sich bitte keine unnötigen und falschen Gedanken. Komm, Franzi, fahr mal. Ich habe Durst. Franzi, auch Durst. Fahren was trinken. Aber von mir brauchen Sie doch nicht zu fliehen. Mein Vasilein und ich, wir unterhalten uns doch gerne mit der Jugend. Arrogante Gans. Aha. Ja? Ja, Frau Kaiser. Wie ist los? Nein, nur ganz kurz. Ja, ich wollte Sie nur fragen, wie es mit der Rechtslage ist, wenn zwei Debile ein Liebespaar sind. Ist es da gestattet, dass die irgendwann ins Bett gehen? Ich meine, wäre das Kind dann nicht auch gefährdet? Ja, muss man da nicht etwas unternehmen gegen? Ja, wegen der Erbgesundheit. Dann noch einmal eins, zwei, drei, vier. Vier, fünf, vier. Jetzt ist super für uns aus. Herrlich. Danke, Herr Wissler-Schill. Ist was? Ja, ich habe Ihnen was zu sagen. Wenn Sie nicht schleunigst die erhöhte Miete einzahlen, können Sie mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Soll das ein Witz sein oder ist Ihnen nicht ganz gut? Ich zahle mir für die Gestellten eh schon so eine Grippe. Hochverehrte, liebe Frau Turecek. So. Können Sie mit Ihrem Mann reden, aber nicht mit mir, ja? Sie werden sich nur wundern, wie ich mit Ihnen sprechen kann. Hassan! Hassan! Herr Chef, was wollen? Hau den Wissler-Chill aus, aber hochkantig. Danke. Ich finde den Weg schon selber. Aber eins können Sie sicher sein. Sie kommen schon einmal zu mir. Angekrochen. Habe die Ehre. Wenn du den Wissler-Chill nur einmal reinlässt, hau ich die aus. Frau Chefe, Hassan Koch Speziale. Nix schmeißen aus sie. Ah, ist ja wurscht. So schnell traut sich der eh nicht mehr her. Schön wird's, dass ich dort machen. Und es ist die genau richtige Stelle, Kneißer. Das echte Kaiser-Müllner Drehkreuz. Von dort kommt der Verkehrsstrom zum Gänsehäufel und von dort fahren die Gänsehäufe Gäste zur Autobahnauffahrt.
aufgefahren. Und das wird hier alles reibungslos vor sich gehen. Na klar. Eine frequentierte Kreuzung, die gehört Ampelkegel. So ist es. So ist es. In der Nacht oder wenn nicht viel los ist, dann schalten wir es auf gelb blinken. Ne? Wer soll da gelb blinken? Vorläufig niemand, Kudaniak. Ne? Und wenn es soweit ist, werden Sie es schon sehen. Ja. Genau, spätestens dann, wenn ich eine kleine Ansprache halten werde zur Eröffnung der Ampel. Was heißt, wenn es soweit ist? Sollt ihr vielleicht eine Ampel her? Wir sagen nicht ja, wir sagen auch nicht nein. Außerdem bitte mischen Sie ihn nicht in die Bezirkspolitik lieber, Herr Kudener. Bitte nicht, ja? Ja, genau. Denken Sie lieber dran, mir ist bei der Nachwahl am Hintern gefallen sind. Was gehört? Am Hintern sind wir gefallen. Geh mal. Sonst vergiss ich mich. Und sag Ihnen, dass wir einem Wahlspindel zum Opfer gefallen sind. Ein komischer Mensch. Er wird langsam senil. Sie sind lieber froh, wenn ich nicht öffentlich sage, dass in der Unterstützungserklärung ein Schwindel war, wo lauter Leute unterschrieben haben, die überhaupt nicht wissen, wo Kaisermühl überhaupt liegt, Herrns. Altstalinist, Kummerl! Also halten Sie nicht zurück. Na, was war es? Das bringt doch nichts, ja. Ich bitte Ihnen. Freuen Sie sich lieber mit mir über unsere Ampel. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Na, sag einmal. Was machst denn du da? Mit den vielen Sachen? Aufgeholt wäre ich. Von einem Humana-Bus. Ich fahre nach Afrika. Mit Bus? Na, der bringt nur mich und die anderen, die mithelfen, zum Flughafen. Fahrst du nach Nigeria? Mozambik. Ja, und deine Eltern lassen die so mir nix, dir nix gehen? Ich möcht's ja selber. Endlich weiß ich, was ich will. Darum geht's mir auch so gut. Ja, aber ausgerechnet Afrika. Ich weiß eh. Vielleicht hilf ich mir besser als denen da unten. Aber probieren kann ich's ja. Ich hab wirklich zum ersten Mal das Gefühl, das ist was Sinnvolles, was ich da tue. Ja, dann ist schon richtig. Wird schon stimmen. Weißt, so ein bestimmtes Gefühl, das kann einem kein Computer ersetzen. Naja, dann wünsche ich dir alles Gute. Vielleicht schreibst du mal eine Karten. Danke. Sie waren in der ganzen Zeit die Einzige, immer zu mir gehalten hat. Ich werde versuchen, niemanden zu enttäuschen. Also, mach's gut, für dich. Afrika, also sowas. Danke, ich hätte einen Brief für Ihre Frau Gattin. Ja, dann können Sie es mir geben. Aber Sie kennen mich doch. Freilich, Herr Bezirksrat, aber den Brief darf ich Ihrer Frau Gemahlin nur persönlich übergeben, weil er eingeschrieben ist. Ah. Vorschrift ist halt Vorschrift. Warten Sie. Ah. Ah. Ja, bleiben Sie da. Gut. Wo haben Sie das gelernt? Du Mausimaus, da ist ein persönlicher Brief an dich. Na, gib her. Ja, du musst da unterschreiben, das ist eingeschrieben. Kassler Wisloschi. Was will denn der von mir? Da hast. Ist das gut. Ich meine nicht dran. Der hat das ernst gemeint. Ist was Schlimmes? Das Schnitzelplatzl will er mir kündigen. Was ist? Da lese. Und Sie können zusammenpacken, weil in Zukunft werde ich mir keine Massage mehr leisten können. Aufgrund des zwischen Ihnen und der jetzt in meinen Besitz übergegangenen Immobilienfirma abgeschlossenen, jederzeit einseitig aufkündbaren Pachtvertrages, bringe ich Ihnen zur Kenntnis, dass dieser Schritt jetzt von meiner Kanzlei erfolgt und Sie Gebäude und Garten der Firma Schnitzelplatzl bis zum 31. laufenden Monats zu räumen haben. Sag jetzt nur, dass du einen jederzeit einseitig aufkündbaren Vertrag für die Schnitzelplatzl unterschrieben hast. Was war's denn hier? Das ist damals alles so schnell gegangen. Ich hab halt geglaubt, das mit den Kündigen betrifft nur mich. So, was glaubt? Na, sag ich ja, was schaust du mir denn so an? Ich kann doch nicht wissen, dass noch irgendwer anderer außer mir auf dieses scheiß Platzl an der alten Donau reflektiert. Sag mal, hast du das? Hast du das jetzt wirklich, dass ich zusperren muss?
Genau das heißt es, Moos. Du hast dein Schnitzelplatzl gehabt. Ja, das kommt davon, wenn Leute von nichts Ahnung haben, Verträge unterschreiben. Dieser Wieslerschiff ist wirklich ein gewiefter Hund, eine richtige Drecksau. Aber ihm recht. Und da grinst du noch dazu, ha? Willst du vielleicht weinen? Wer hat denn jeden Tag spüren lassen, dass du die Chefin und die große Geschäftsfrau bist und ich nur der kleine, geduldete Angestellte? Hm, wer? Jetzt, Maus im Maus, sind wir beide niemand. Sozialfälle. Ich hab nie gesagt, dass ich die Chefin bin und du nur... Berlipe, ich hab dieses Schnitzelplatzl nur für dich gebracht. Nur für dich. Für mich. Logisch für dich. Damit du auch eine Zukunft hast. Für mich? Ich hab das Schnitzelplatzl nie wollen. Es war für mich immer wie eine Strafkolonie. Schon von der ersten Minute an hab ich es gehasst. Gehasst hab ich es. Berlipe, bitte. Sei mir ruiniert. Und verloren. Na und? Wer nichts mehr hat, kann nichts mehr verlieren. Was man nicht mehr hat, das kann man nicht verlieren. Was man nicht mehr hat, kann man nicht mehr verlieren. Politiker müssen wir sein. Liebe Frau Turecek-Scheutl, ich kann eigentlich alles machen, was sich im Rahmen des bürgerlichen Gesetzbuches und des Vertragsrechts bewegt. Das machen Sie doch nur, weil Sie in Wirklichkeit den den Bezirksrat Scheutl als politischer Gegner ans Auswischen wollen. Liebe Frau Turecek-Scheutl, wie kann denn so ein inferiorer Mann, den Sie Berlibär nennen, ein ernstzunehmender politischer Gegner für mich sein? Bleiben wir doch am Boden der Realität, gnädige Frau. Tatsache ist, dass Sie einmal unter vollem Besitz Ihrer geistigen Kräfte diesen Vertrag hier unterzeichnet haben, der jetzt fällig wird und in dessen Paragraph 7 Absatz 2 wörtlich steht, ich hab's da schwarz auf weiß. Dieser Vertrag etc. 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 ist jederzeit einseitig aufkündbar. Ja, aber das ist doch... Das ist doch irgendwie... Sittenwidrig? Sittenwidrig? Aber verehrte gnädige Frau, im Rahmen dieses Vertrages hätte ich bereits 2 Tage nach meinem Brief an Sie mit dem Caterpillar kommen können und Ihr Schnitzelplatzl einfach ausradieren. Und wenn Sie mich jetzt freundlicherweise entschuldigen würden, meine Zeit ist äußerst begrenzt, ich habe noch andere Klienten. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Darüber habe ich Ihnen keinen Rat zu geben. Fest steht, Ihre Frist erstreckt sich bis zum 31. des laufenden Monats. Küss die Hand und auf Wiedersehen. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind... Liebe gnädige Frau, ich bin daran gewöhnt, von Parteigegnern oder anderen Menschen ohne gute Kinderstube beschimpft zu werden. Wenn ich Ihnen jetzt noch einen letzten persönlichen Rat geben dürfte, beim nächsten Vertrag sollten Sie einen Anwalt nehmen und, wenn ich Zeit habe, mache ich es vielleicht sogar. Schöne Grüße an Ihren Göttergarten. Der ist im Gegensatz zu Ihnen fast ein konzilianter Mensch. Sie kommen auch noch in meine Gassen. Aber dann werden Sie nur wünschen, Sie werden nie auf die Welt kommen. Der Scheutl kann einem richtig leid tun. Hm. Frau Thurnwalder, die Angelegenheit mit dem Schnitzelplatzl ist, glaube ich, endgültig bereinigt. Geben Sie wieder eine Annonce auf. Sie wissen schon, kein Ausländer, hellhäutig, gewaschen, etc. 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 So, kannst du nicht ein bisschen gerade fahren? Hm? Du machst ja Linien, wie wenn der Bär brunzt. Franzi Linien, immer gerade. Stimmt? Wie mit der Schnur gezogen. Schöner wie im Stadion. Ja, waren Sie schon mal in einem Stadion? Ja, so ist gut, Franzi. Sehr gut. Ja, hopp, hopp. Hm? Gut. Danke, junge Frau. Servus, Franzi. Servus. Hast du keine Zeit? Muss Linien machen, heute Match. Ja, ein bisschen Zeit wirst du für uns zwei haben. Schau. Er möchte dich begrüßen, der Bezirksrat. Hallo, Bezirksrat. Was ist los, Kudanak? Ja, was soll schon los sein? Nix, ich, ein bisschen reden möchte ich mit dir. Hat sie keine Zeit, muss Strafraum jetzt machen und dann spazieren gehen. Mit Sandra, du wieder neue Chronik schreiben? Aber wozu eine neue Chronik, wenn die alte schon keinen Hund interessiert? Ich weiß nicht, wohin mit mir. Franzi, warum kommst du denn eigentlich nie in den Garten? Du, ich habe eine alte Polizeizille gekauft, die habe ich repariert und jetzt könnte man auf der alten Donau herumfahren und fischen.
Und der Freundin, die heben wir beide in das Boot hinein. Franzi, keine Zeit für Ziele. Franzi, jetzt Freundin, Sandra. Und viel Arbeit am Sportplatz Kudernacken. Schöbester in ihrem Haus, Steinhof. Franzi arbeiten muss. Ich bin ja da beißen. So können wir der Bezirksrat und ich mit dem Franzi verarbeiten. Kommen Sie mit in einen Scheißverein. Der FC Kaisermühlen ist kein Scheißverein und Sport verbindet die Jugend. Das ist es. Was soll denn so ein junger Mensch wie der Franzi mit so einem alten Grauderer und einem Hundsviech anfangen? Geh mal, Franzi! Nur nicht aufhören! Herr Kodaniak, wir beide kommen Sie sehr gerne besuchen, wenn wir dürfen. Ich bin noch nie in einem Boot gefahren. Wäre aber schön. Angst brauchen Sie keine haben, weil Sie kriegen von mir eine Schwimmweste. Und bei mir im Garten ist auch schön. Da hören Sie die Fegern zwitschern. Und wenn man aufs Wasser schaut, können Sie beobachten, wie die Fischer herumspringen. Wir kommen Sie ganz bestimmt besuchen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Super, Franzi. So ist gut. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, das wäre. Wir haben zwar schon alle herzlich gratuliert, aber aus gegebenem Anlass und in Anbetracht dieser exorbitanten Torte noch einmal alles Gute und Schöne. Danke. Weißt, wie der Hupsi schon reden kann? Gegebenen Anlass und exorbitant. Das fällt dir fast natürlich wieder nicht ein. Weißt du, was du mich kannst? Du kannst mich nämlich, das weißt du eh, ja. Aber nur, wenn du willst, ja? Es gibt aber heute noch einen Grund zum Feiern. Aber, was denn? Aber nix. So was feiert man nicht, Doktor. Doch, doch. Lieber Kollege, wir feiern heute auch, dass unser Gruppeninspektor demnächst einen Fachkurs für höhere dienstführende Polizeibeamte besuchen wird. Und seiner verdienstvollen Tätigkeit im Chor 20. Ja. Was sagst du denn nix? Seit wann weißt du das? Seit heute. Ich hab's ja nicht wollen. Na, da muss ich jetzt aber auch herzlich gratulieren, Herr Inspektor. Danke Ihnen. Na, und was werden wir dann werden? Offizier oder sowas in der Art? Abteilungsinspektor. Ja, aber klar, so bleib ich trotzdem, so wie ich bin, ne? Nicht mit einem Stern mehr. Aber jetzt reden wir nicht immer nur von mir. Schließlich ist es heute Geburtstag. Na, wie wär's mit ein bisschen Musik? Aber nicht Happy Birthday. Na, Teller. Und so kurz, wie es ausschaut. Darf ich bitten? Der Trautmann überrascht mich immer wieder. Was ist, schöne Helena? Sag mal was. Darf ich bitten, lass mich mit meiner Frau. Ungern. Aber bitte. Siehst du, was ich alles tue für dich? Wenn es ein Mann wie mich kriegst du ja nicht mehr. Ich bin nämlich was Einmaliges. Und wenn du uns willst, dann mach mal halt noch einen kleinen Gustl. Und kleine Nancy. Und jetzt wisst ihr, ob du den Depperten kennen kannst oder nicht. Ja, ja, wenn man das wisst, gell? Also, ich bin der Aust. Wiederschauen. Wow, scheiß drauf. Was war jetzt drei Fetzen, gell? Okay, deine drei und
Ja, wurscht, gell? In Computer, der dann 15er kostet. Alles. Ui, jetzt wird er wieder wahnsinnig. Na gut, dann bringe ich mir Schwendel da. So da ein 15er kostet. Okay? Ihr seid ja deppert. Ein 15er kostet es? Und, ist der brav? Der ist nur brav. Ja. Mein Computer ist auch brav, ne? Ja, dann zeig her, was hast. Na ja, wenn du jetzt den König hast, ist mir das auch scheißegal, weil ich Bett weiß. Geh scheißen, du spielst ja link. Das gibt's ja nicht, dass man da einen gewinnt. Was ist? Cool bleiben, keine Emotionen zeigen, bitte. Mir das selber laden, wenn ich da einen gewinnt. Supi. Ja, und wie heißt der? Bib? Er ist Borki. Herr Borki für dich. Borki, hä? Du, bin der neue Herr. Nutsch, nutsch. Ja, der Schirche. Du, ja. Ja, die wohnt da. Ja, geh, komm, gib. Ich setze. Ein Kettel in die Mitte. Jetzt warte mal, ich muss einmal kurz. Na gut, ich geb mir ein. Ja, na, wenn ich einmal muss, ja. Spülen wir, oder? Hallo? Hallo? Ich bin Sessi. Ja, du glaubst, du bist shoppen? Hm? Waren wir zu laut, oder was? Im ganzen Haus stinkt's nach dem Qualm. Was sind das für undelikate Menschen? Und wie schaust du bitte aus? Gespannt. Hm? Na, das sind Geschäftsfreunde. Du. Hm. Wir dann gerade eine neue Tournee besprechen. Weißt? Vielleicht eine Tournee von einer Strafanstalt zur anderen. Ich schaue mir doch eher wie Unterweltler aus. Okay, na, das sind nette Burschen. Die kenne ich schon. Das sind Künstler, das sind nicht so locker. Und warum spielst du mit denen Karten und säufst und rauchst wie ein Schlot um die Zeit? Ja, schau, du. Ich meine, das. Ist im Business so, nicht? Wenn ich die Russen bei mir habe, muss ich mit denen den Wodka trinken, gezwungenermaßen. Und mit den Herrschaften muss ich halt Karten spielen, muss ich den depperten Whisky saufen und muss halt diese stinkenden Zigarren. Ganz für mich ist das leicht, ha? Hm? Ich weiß nicht. Könntest du ruhig seriösere Geschäftspartner aussuchen? Was im Austropop? Da mischt ihr alles mit, was Gott verboten hat, ne? Das doch. Ich geh, du kannst das größte Lampel sein, ja? Wenn du nicht mit den Wölfen mitheilst, ja. Apropos Wolf, ich hab was für dich. Na, pass auf. Überraschung, warte, warte da. Jetzt pass auf. Ja, was ist jetzt? Komm, mach mal weiter. Hast du einen Rapport, hä? Papen holen, wie war das, hä? Komm her mal her. Nutschel, komm her, nutsch, nutsch. Herr Borki, geh her da. Jetzt sag dir wem, jetzt geh, komm, marsch her. Nutsch, komm, wir gehen raus. Ja, so, geht er. Herr Nutsch, komm her. Schau mal, wenn wir da haben. Was ist denn das? Nutsch, nutsch. Komm, Deppert, geh mal zum Frati. Komm, Deppert, geh. Ja, komm her. Mein Gott, ist das ein lieber Hund. Ja, der wird noch, der ist eine Jugend, gell? Der ist schweißig, gell? Da geht's mal schon. Ja, wieder ein Wahnsinniger. Der passt zu mir, gell? Ein schön Stickerl, was? Mit in Austria. Schön warten bis Grünberg, gnädigste. Sonst gibt's ein Strafmandat. Ob ich eine Halluzion oder ist da wirklich eine Ampel? Aufs Wirklichste, gell, Frau. Das soll wohl ein Witz sein. Die Ampel hätte doch bei der Mäusigossen hingehört. Wie wollen Sie das wissen? Ich hab meinen Plan, obwohl es Kreuzl ist, da steht da ist die Ampel. Wer sind's denn überhaupt? Die Frau vom Bezirksrat Scholter. Ah ja. Und wo ist der? Unterwegs, der hat eine Sitzung in der Sozialkommission. Hallo, ja, hier spricht Scholter. Nein, seine Gattin natürlich. Ist mein Mann bei Ihnen? Ist doch wurscht, dass wir die Ampel da zwei Tage zu früh aufgestellt haben. Besser zu früh als zu spät. Bitte, aber kein Mensch redet etwas von zu früh. Ja, eh nicht, aber am falschen Platz habt ihr es aufgestellt. Ja, genau. Ich verstehe nicht, warum es Nierten nicht meinen Plan gelesen habt. Weil da ist genau angezeichnet, wo ich mein Kreuzerl hingemacht habe. Wer ist bei dir, Nierten, du Wamper, der Kloschambonga? Also, lang spielst du reißer der Bord aus. Ich bin Bezirksrat, ja. Ja, ich bin Oberamtsrat.
Rat, Gneisser, vom Rathaus und bei den Vordenker. Drum, da sitzt ein Later hier, Fla. Ah, drum. Das ist köstlich. Die Stimme des Volkes, Kollege Hierfler. Gneiser, darüber reden wir später noch. Eine Antwort will ich. Warum habt ihr die Ampel nicht dort auf der von mir bezeichneten Stelle aufgestellt? Du kriegst wieder meine Gebappen auf. So sag doch auch was. Ja, warum? Also bitte, Sie müssen doch irgendeinen Plan oder sonst irgendwas suchen. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Ja, da schau her. Ist da ein Kreuzl oder ist da kein? Ha? Da schau. Das ist aber ist merkwürdig. Was ist denn daran merkwürdig? Sie haben das Kreuzl auf der falschen Stelle gepackt. Nein, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein... Nein. Das verstehe ich nicht. Da muss man die Kugelschreiber wahrscheinlich ein bisschen abgerutscht sein. Aber ich habe ja. Apfel grün, dann blinken, dann rot, wieder blinken. Apfel gut, Apfel in Ordnung. Da wird halt lauter Trauteln. Ich habe schon menschliche Dummheit erlebt. Aber eine derart mikrozephale Vorgangsweise, wie Sie beide an den Tag gelegt haben, noch nicht. Eure Ampel-Idee bringt das Fass bald zum Überlaufen. Das sage ich euch in aller Freundschaft und Kollegialität. Ich aber... Zum Überlaufen, Gneisser! Noch eine solche Aktion und du bist die längste Zeit Bezirksrat gewesen. Aber ich habe... Apropos, ich soll dir vom Bürgermeister ausrichten, dass du nicht mehr zu den Vordenkern zu gehen brauchst. Das Rathaus hat jetzt auch genug von dir. Dem Wislocil, seine Parteifreunde, haben eine dringliche Anfrage eingebracht. Und der arme Bürgermeister hat sich winden müssen wie ein Regenwurm, damit es endlich wieder eine halbwegs amikale Stimmung gibt im Gemeinderat. Du bist von morgen an ins Wasserwerk versetzt. Meld dich dort beim Obermagistratsrat Hollein zum Dienstantritt. Wasser? Schüttel, geht's. Holen Sie mir ein Glas Wasser. Ja. Wasser? Sagen Sie, Schüttel, der Bezirksvorsteher, der hat vorher was gesagt von einer mikrophallischen Vorgangsweise. Wissen Sie, was der damit gemeint hat? Ja, phallisch. Denken Sie doch immer an sowas, Gneisser. Mikrozephalisch, hat er gesagt. Ne? Ja, das hab ich ja gesagt, aber was das nur heißen kann, ich glaube, das heißt nichts Gutes. Ja, das heißt, dass wir. Dass mir zwei. Also Mikro heißt klein, nicht? Und Zephal hat was mit Gehirn zu tun. Also frei übersetzt würde ich sagen, dass er meint, dass wir zwar ein so kleines Gehirn haben, dass man bei der Obduktion ein Mikroskop brauchen würde, damit man es überhaupt sieht. Ja, also so ein Trottel, Herr. Ja, Sie können es ja nicht wissen. Sie haben ja keine Matura, ne? Mikrozephal. Mikrozephal, sagt der mir, dem Maturanten und Geschäftsmann, einfach so ins Gesicht. Einer, der nichts gelernt hat, der nichts kann. Der sich jetzt als Bezirkskeit aufspielt, nur weil er schon als Baby ein rotes Parteibüchel gehabt hat. Ja, das habe ich auch und trotzdem muss ich ins Wasserwerk. Wissen Sie was, Schultl? Ich war am liebsten manchmal schon tot, da hätte ich endlich mehr Ruhe. Ja, dann ertränken Sie ihn doch, Gneisser. Wenn Sie jetzt ohnehin ins Wasserwerk versetzt werden, muss ja das ganz leicht gehen, ne? Sag Sie mal, die Ampel war übrigens ich nicht. Ja, ich hätte viel lieber einen Schaukurm und dann unter der schönen Schütterstraßen gehabt, nicht mehr. Wie Sie. Bist du narrisch, Herrst? Der hat er. Da ist mein Auto. Wenn es wo was gratis gibt, sind alle da. Sind doch nicht wegen gratis da. Wir wollen nur der Turecek unsere Sympathie zeigen. Sie ist ja nicht so ein direkt zwiderer Mensch wie so manche andere. Eigentlich tut's mir direkt leid. Also uns zwar nicht, gell? Bezirksrat. Na geh, Herr Kudernjacke, sind's doch nicht so. Immerhin hat's mit dem Scheutl aus dem Nichts das Platzl gemacht. Und jetzt haben's wieder nix. Ja, wer hochsteigt, der fällt eben tief. Wer wird denn jetzt statt die Schnitzeln daherkommen? Na, mir dürfen's nicht fangen, Herr Kudernjacke.
Ich glaub, die Polizei weiß alles. Die Polizei weiß ein Schaß. Außerdem bin ich in der Brigitte Nau eingeteilt und nicht in Kaiser Müll. Aber ich bitte, Sie werden sich damit in der Schlange anstellen, Frau Schiene. Kommen Sie mit, ich habe für Sie ein extra Tischerl. Wir wollen uns da nicht vordrängen. Wir sind doch nichts Besonderes. Für mich sind Sie schon was Besonderes, Frau Schiene. Trautmann, kommen Sie. Sie kommen auch mit, ja? Wir gehören ja nicht zu den besonderen Leuten, gell? Das ist die Leid. Frau Chefin, ich schimpfe den Hass an, weil nichts fertig. Ist eh egal, ob die Leute warten oder nicht. Frau Chefin, traurig? Beim Zusperren? Die Hausmeisterin habe ich angefangen. Mit der zu klar, weil ich hochgearbeitet als Geschäftsfrau. In der Früh bin ich als Erste aufgestanden und als Letzte am Abend ins Bett. Wozu das alles? Jetzt, wo wir zusperren. Was bin ich denn jetzt? Nicht einmal eine Hausmeisterin. Du nichts traurig, Chefin. Blödsinn. Das ist nur das Öl. Weil ich die Augen steig. Und du stehst nicht so immer dumm. Am letzten Tag wird nicht laschiert. Diese Kaisermühlen der Proletten sollen sehen, was sie am Schnitzelplatzl verlieren werden. Also, Kneißer, das da ist jetzt dein Reich. Hm? Von da aus übersiehst du praktisch ganz Wien wasserverbrauchsmäßig. Hm? Natürlich kriegst du auch Kaisermühlen. Hochquellwasser. Nicht wahr, Birnstengel? Ja, ja, wer hier sitzt, kann Wien faktisch verdursten lassen, wenn er will. Und kann mich da unmöglich da auskennen, Herrns. Ja, müssen Sie auch nicht. Schauen Sie, Sie machen die Personaleinteilung und haben sozusagen Unterschriftskompetenz, wenn ich nicht da bin. Das werden Sie doch wohl noch können, oder? Ja, und an wann trete ich meinen Dienst an? Na gleich, eh klar. Unser Birnstengel da wird dich erst ein paar Wochen einschulen, wie er dich. Wieso einschulden, wenn ich da sowieso nur für die Personaleinteilung zuständig bin? Es schadet doch nicht, wenn Sie ein bisschen was über die technischen Abläufe wissen. Schadet nicht, oder? Na, wie Sie meinen? Na, und in ein paar Tagen machst du dann alleinverantwortlich Dienst. Was machst du? Ja, alleinverantwortlich. Freilich immer mit einem Techniker zusammen, im Radl. Einmal bei Tag, einmal bei Nacht. Die Zentrale muss nämlich immer am Laufen sein, muss sie. Bei Nacht? Aber ich kann da nicht mit meinem Alter und als Bezirksrat kann ich da nicht Nachtdienst schirmen. Freilich. Es steht ja in deiner Dienstbeschreibung drinnen. Steht es drinnen. Ne? Wenn du das gelesen hast. Hast du das gelesen? Flüchtig. Na, dann lies sie genau. Bei flüchtig lesen hast du im Rathaus können. Dort geht es um nichts, geht es dort. Aber bei uns, in die Wasserwerke, da hat die absoluteste Akribie und Verantwortung zu herrschen. Weil wenn mit dem Wasser was nicht stimmt, dann hat das unübersehbare Folgen. Kann das haben. Und noch eines, Kneißer, so Geschichten, wie du, habe ich gehört, in Kaisermühlen aufgeführt hast, die brauchst du bei uns gar nicht machen. Weil wenn du bei uns einen Fehler machst, dann kann das die nackte Katastrophe nach sich ziehen. Kann es. Also, Konzentration und Wiederkonzentration. Wir sind für das Wohl der Wiener und Ihnen verantwortlich, sind wir. Ja, muss ja. Aber das mit dem Nachtdienst, ich meine, ich kann da nicht mit meinem Alter Nachtdienst, da wär ich einen Antrag auf dem Dienstweg machen müssen. Abgeschmettert. Weil bei uns machen die B-Beamten alle Nachtdienst, machen die. Da gibt es keine Würsteln, keine extra. Tja, im Krematorium, wo du vor dem Rathaus gearbeitet hast, da ist das nicht so heiklich. Auf die Toten braucht ihr danach keiner aufpassen, braucht er nicht. Aber das Wasser lebt und fließt. Das muss geregelt werden. Wenn sich mit dem Wasser etwas spießt, dann ist Wien eine tote Stadt und ein einziges Krematorium. Also, die Augen aufs Offenste und die Ohren aufs Aufste. Das will ich mir ausbitten, bitte ich mir. Klar? Klar. Also, Birnstengel, ich vertraue Ihnen. Den Kneißer an, tun Sie ihn mir ordentlich einweisen. Tun Sie ihn mir. Ja, bitte, bitte. Ja, so kommen Sie, Herr Kollege, dass Ihnen das gerne ordentlich zeigen kann, ja, was Sie so hier zu machen haben. Da können Sie also Pumpen einschalten, ja, in Mauer, da haben Sie die Dehnung. Ja, Kaisermühlen. Ja, das weiß ich auch. Mal schauen Sie mal, was wir da zu tun haben. Ja. Da können Sie also die Pumpen einschalten, drüben, ja.
Dessert, Zwiebelsuppe einmal. Mit der zweiten darf ich warten? Dürfen's. Aber nicht kalt werden lassen, gell's? Sehr wohl, Gnädigste. Der Herr Hofrat kommen auch? Nein, wir werden zu dritt sein. Sehr wohl. Neugierige Nausen, neugierige. Grüß dich, Mama. Servus. Entschuldige, Mama, dass ich so spät komme und allein, aber meine Mausimaus, meine, die Frau Turecek lässt sich entschuldigen. Kopfweh. Macht nichts. Sind wir halt zu zweit, gell? Ist vielleicht eh besser. Dein Mann kommt auch nicht? Auch Kopfweh. Bitte sehr. Was ist denn das? Das ist eine Zwiebelsuppe, die was du so gern isst. Ich hab gleich für dich mitbestellt. Oh Mama, nach unserer Aussprache, du erinnerst dich doch hoffentlich. Ich kann selber bestellen. Entschuldigung, also dann bestell halt. Herr Ober, bitte. Als Hauptspeise hätte ich gern einen Tafelspitz mit ganz besonders viel Apfelcreme, wenn möglich. Bitte sehr, ganz wie Frau Hofrat bestellt hat. Ich weiß doch, was das Beste für dich ist. Herr Ober, ich glaube, ich probiere jetzt doch lieber ein Wiener mit Salat und ein Bier dazu, ja? Ganz wie Sie wünschen. Darf ich fragen, warum du überhaupt zu diesem Essen eingeladen hast, Mama? Ein Versöhnungsessen sollte es werden. Aber wenn dein Weib nicht kommt, kann man sich schwer versöhnen. Mein Weib hat einen Namen, Mama. Wenn Mausimaus ein Name ist. Aber egal. Wenigstens habe ich dich wieder einmal ganz für mich allein. Mahlzeit. Du bind die Serviette um, sonst patzt dich wieder an. Mahlzeit. Und? Gut? Hm? Ja, es ist sehr heiß, aber gut. Na, Hauptsache, es schmeckt. Hast schon was gefunden? Was gefunden? Eine Arbeit. Hm. Noch nicht konkret so ganz, aber bin sicher, da tut sich, da tut sich bestimmt was aus. Ja, momentan ist besonders schwer. Vor allem im Beamtetenbereich. Aber ich meine, ich könnte ja da ein paar Beziehungen spielen lassen. Meine, sicher versprechen kann ich natürlich nichts. Mama, ich will nicht, dass du was machst. Bitte, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich erwachsen bin und ganz allein und selber mir eine Arbeit suchen kann? Kannst du dir das nicht vorstellen? Ehrlich gestanden, nein. Jedenfalls kann das nichts Gescheites sein. Sag mal, merkst du, dass du dich schon wieder in mein Leben einmischen wirst, Mama? Die Nabelschnur ist ab. Endgültig. Bitte. Sag ich halt nichts mehr. Nur so viel. Wer das vierte Gebot missachtet, der wird durch das vierte Gebot umkommen. Mama, ich denke, das soll ein Versöhnungsessen sein. Also schau, wenn schon die anderen nicht da sind, dann könnten wir doch normal reden miteinander. Wie zwei Menschen, wie Mutter und Sohn. Erwachsener Sohn. Wenn du das Schnitzel abbestellst und dafür den Tafelspitz nimmst, der ist nämlich viel besser für deine Gesundheit, dann können wir das. Das ist Erpressung. Ist es nicht. Grüß dich, Mausile. Servus. Servus, Maus. Was grinst denn wie ein frisch lackiertes Hutschpferd? Weil ich schon einen Posten habe im Gegensatz zu dir. Am Montag fange ich dort an. Und wo? Bei der Humana. Bei den Fetzentandler, die was für die nackerten Negerkinder das Gewand sammeln. Genau, Maus. Das wird mich in den Augen der Bevölkerung ungeheuer aufwerten. Schau, ich meine, ich als Bezirksrat und Mitarbeiter bei einer wohltätigen Organisation. Ich meine, da passt alles ganz genau zusammen. Nicht? Und was wirst du denn da arbeiten? Als Geschäftsführer? Das nicht. Ich meine, nicht direkt. Eher so eine Art Verbindungsmann oder sowas in der Art. Nicht? Also mehr oder weniger als Koordinator zwischen uns und Afrika. Sag, wenn du da geschäftlich zu den Neger fliegen musst, nimmst du mir aber schon mit. Aber sicher, Maus, ist so ganz klar. Nicht? Wenn ich flieg, was bestimmt nicht so bald sein wird, weil die Direktorin der Humana meint, ich soll zuerst einmal ein bisschen das Terrain kennenlernen. Nicht? Aber schau, Mausile, Hauptsache einer von uns hat jetzt eine Arbeit. Nicht? Schaut so aus.
Nein, du als Mann musst mich ja sowieso erhalten. Weil ich als Selbstständige kriege keinen Groschen Arbeitslosenunterstützung. Gib her, Liebe. Bringst du uns nur einen Kaffee? Apropos arbeitslos. Schau, der Scheutel. Wo? Na, da drüben, im Fetzencontainer. In einem LKW. Meiner Sö, das darf ja nicht wahr sein. Und die Turecek erzählt, er ist Direktor bei der Humana, dabei rammt er die Container aus. Naja, vielleicht nur aushilfsweise. Wegen der Sommergrippe, wo doch so viele krank sind. Ich geh ihm fragen. Grüße, Herr Scheutel. Grüß Sie, Frau Schimek. Sagen Sie, was machen Sie da? Na ja, arbeiten, das sehen Sie ja. Ich meine, ich habe nichts gegen Arbeit, nicht, dass Sie mich da missverstehen, aber dass Sie mich ausgerechnet daher eingeteilt haben, das ist mir schon ein bisschen peinlich. Wieso eingeteilt? Ich glaube, Sie sind so eine Art Direktor bei der Humana. Direktor? Leider nicht. Wie kommen Sie denn auf sowas? Na ja, weil die Turecek. Na, ist ja wurscht. So, das hätten wir ja. Also einen schönen Tag noch, Frau Schimek. Ja, Ihnen auch. Wiederschauen. Wiederschauen. Na? Weißt du, was der Schultl jetzt macht? Sag. Der rammt nur Container aus. Das war keine Naturecheck. Mein Mann ist jetzt Direktor. Lumpensammler ist er. Das ist gar kein Mal. Ist doch eh wurscht, was einer arbeitet. Was sagst du? Nee, sag sie. Hauptsache, er verdient sich ehrlich sein Geld. Vom Geschäftsmann zum Lumpensammler, das ist auch ein Anstieg. Mein Lieber, so ist das Leben. Wer weiß, was die Turecek noch alles hakeln muss, oder du oder ich. In der heutigen Zeit kannst du das nicht so aussuchen. Aber ja, Frau Scheutl, ach, danke nicht. Gerade hat der Sohn einen Container für alte Fetzen ausgeräumt. Ja, der Herr Bezirksrat, eine Schande ist das, ja. Vor allem für eine liebende Mutter. Da freilich melde mich wieder. Die Schottel wird was unternehmen, Wastelein. Eine Familie ist das. Ein altes Weib heiratet.